Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Und damit herzlich willkommen im heutigen Part, ne? Beim letzten Mal haben wir Tropic Woods besiegt. Ich habe die Damage Challenge auch noch offscreen eben schnell geschafft. Und jetzt ist es an der Zeit, in den Freizeitpark Wundaria zu gehen. Freue mich schon. Was für einen Spaß werde ich hier wohl haben. Für mindestens eine Achterbahn. Die Dinger da, die sehen lustig aus. Kann ich da drauf? Ich kletter einmal ganz oben drauf. Das war sogar eine Nebenaufgabe. Ich wusste nicht, dass das eine Nebenaufgabe ist, aber gut, dass es eine ist. Da ist eine Ente. Komm her! Entchen, komm! Ich bin nicht in deiner Mama. Ist bestimmt eine Nebenaufgabe. Tschüss! Das ist ein Foto wert. Das wird sogar mein Thumbnail wahrscheinlich. Sind hier noch mehr Entchen? Da ist ein Entchen. 5 Entchen müssen insgesamt zu dem Mutter zurück. Das heißt, hier ist auch noch eins. Okay. 2 fehlen noch. Einmal umschauen. Da oben sitzt eins. Das sehe ich schon. Eventuell hinter der Rakete auch noch. Nee, da kann ich gar nicht erst hin. Wo ist das letzte Entchen? Ich bringe die erstmal, glaube ich, zurück. Da drunter wahrscheinlich. Nee. Warte. Komm her. Ich brauche dich eventuell. Ich finde das hier so wunderschön, ne? Gefunden. Es war hinter der Rakete. Hat mich, glaube ich, 2 Minuten jetzt gekostet. Aber ich habe instant 2 der Herausforderungen gefunden. Jetzt muss ich nur noch eine finden. Häschen. Hallo, ich würde gerne ein Ticket für die Attraktion da kaufen. Mitfahren. Ich darf nicht. Ork. Ich will auch eine Runde. Ich nehme mal die Chakrams. Scheint mir sinnvoll. Wie gemein. Die setzen mir da so eine Attraktion vor die Nase und ich darf nicht mitfahren. Ihr seid fies. Irgendwann schaffe ich sie auch noch durch, ohne dass die Dinger mich umfahren. Ne? Kann die Dinger nicht schrotten. Zack. Ciao, Eis. Kann man die Dinger kaputt machen? Nee. Aber die sind lustig. Ich will mitfahren. So gemein. Da ist ein Waddle. Ich wurde blöd gewarnt. Wie gemein. Fahren die mich einfach platt. Oh, da ist was. Hm, eine Kapsel. Eventuell mal endlich die zweite Gen. Ich wurde schon wieder platt gefahren. Her mit deinen Hämmern. Ich will Hammer Kirby werden. It's Hammer Time.
Nein, ich will nicht, ich will nicht. Aua. Okay, was hat das aktiviert? Dass da oben frei ist. Okay, dann sollte ich in den oberen, ne? Aber erstmal habe ich den Blatt gehauen. Weil da ist ein Waddle-Dee drin. 100 Pro. Baseball! Ich dränge mich einfach vor. Hau ab! Ich fahre jetzt. Ich darf mich vorher nochmal vollfuttern. Ja, Achterbahn Kirby! Heißt sogar so Achterbahnstopfer. Nice! Ich kann mich nur neigen, mehr nicht. Ja! Oh! Alles mitnehmen. Nein, ich habe einen roten verpasst. Ich habe was mitgenommen. Es war 100 Pro nichts vergessen. Oder keinen Schaden kassieren. Banane! Aua. Oder alle Knöpfe. Und dann hätte ich Waddle-Dee gerettet. Zweiter Versuch. Ihr seht den Versuch, der funktioniert hat. Ich hab's geschafft. Ich habe den Knopf diesmal mitgenommen. Aber ich habe wieder ein paar Dinger nicht erwischt. Ich hoffe einfach, dass es nicht die Nebenmission ist. Aber diesmal habe ich Waddle-Dee wenigstens gerettet. Tschüss. Zack. Sehe hier doch was. Lecker Münzen. Den Hammerbruder kann ich ignorieren. Ah, okay, da bin ich. Jedes Mal, wenn ich in einem Freizeitpark bin, ne? Ich bin einer von denen, der sich instant eine dieser Karten holt. Und dann sich nach dieser Karte auch richtet. Hähnchen. Jetzt muss ich warten. Danke. Oh, ich sehe da was. Ich hab's geschafft. Tschüss. Knochentrocken wurde besiegt. Jetzt fehlt nur noch einer. Oh, wofür steht ihr denn hier an? Ich will auch. Ich hab Popcorn. Die Popcorn-Mission wäre doch eigentlich hier vollkommen passend gewesen. Warum gibt's die hier nicht? Warum? Tschüss. Immer erst die Gefahren ausschalten. Tschüss. So, hier kommt man 100 Pro irgendwie hoch. Wahrscheinlich ist da irgendwo gleich ein Treppenstopfer. Oder hier ist ein Schalter. Oh. Ich stopfe mich mit Wasser voll. Wasserballonstopfer. Dann kann ich den Dreck wegmachen. Cool. Und dadurch wird die das hier eben frei. Ich muss Blumen gießen, geht aus dem Weg. Ich habe sie alle wieder in volle Blüte gebracht. Ich weiß nicht, ob ich unendlich Wasser habe, ne?
Aber ich muss es jetzt eh ausspucken. Autsch. Oh, das wird gemein. Oh, damit kann ich das Ding kaputt machen. Gut zu wissen. Ich kann die Geschäfte hier kaputt machen. Dass sie nie wieder Einnahmen kriegen. So, tschüss. Hier sind nochmal 3 Blumen. Ne, eine ist hier noch irgendwo versteckt. Unter dem Schlamm. Nehme ich mal an. Mir ist das Wasser ausgegangen. Ich muss nochmal weg. Und holen. Ich komme, mein Blümchen. Ich bring dein Wasser mit. Oh, da war sogar eine Karte für mich, um was zu verbessern. So, Rest vom Wasser brauche ich nicht. So, für was habe ich die Aufwertung bekommen? Bitte für den Hammer. Spielzeughammer. Als ob ich es geahnt hätte. Mann! Komm her, du blöder Hase. Hier ist 100 pro ein Wasserstopper. Ja, da oben. Den brauche ich einmal. Ihr hässlichen Dinger. Aus dem Weg. So, wird das da oben jetzt auch frei? Der Pool ist auf jeden Fall jetzt voller Wasser. Da war ein Model D drin. Da muss jetzt restliche Wasser rein. Hab ihn! Das Bild sieht so merkwürdig aus. Okay, ich brauche kein Wasser mehr. Ich wollte gerade gucken, muss ich nochmal runter, Wasser holen. Aber nein, passt so. Ja. Und ich habe diesmal alle Missionen auf einmal geschafft. Na gut, das erste mit der Rakete war auch viel zu obvious. Immer noch Serie 1, wann kommt denn Serie 2? Ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal den Spielzeughammer. Rennpistenraserei. Und wahrscheinlich 2 Herausforderungen hier jetzt vor mir, links und rechts. Würde ich jetzt mal raten. Da ist schon mal die eine. Ich hatte eigentlich den Bereich einen davor gedacht, diese Bereiche hier. Aber ich lag ja nicht falsch. Igelschatz. Und Hammerschatz. So. Erstmal zu Waddle die Stadt und den Spielzeughammer holen. Ich bin jetzt erst bei 20%, ne? Obwohl, wir könnten sagen schon, weil das geht relativ schnell. So, rein, ne? Ich brauche einen besseren Hammer. Weil da habe ich alle Blaupausen auf 2. Ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Stufe gibt. Bitte nicht spoilern. Jeder Spoiler wird entfernt und ihr werdet gebannt. Weil ich hasse es, gespoilert zu werden. Ihr Spielzeughammer entwickelt sich. Einfach nur mehr Schaden oder wie?
Schmiede macht lustige Geräusche beim Schlagen. Ich habe auf jeden Fall einen lustigeren Hut jetzt. Der Hammer wird größer, wenn ich zuschlage. Was ist sonst noch die Aufbesserung? Sagst du mir das? Man kann ein bisschen schneller auch zuschlagen. Okay, dann mache ich jetzt noch die beiden Herausforderungen. Das muss schon sein. Ich habe ja lang genug gebraucht, um diese Enten zu finden. So, da wir den Spielzeughammer haben, direkt die Spielzeughammer-Herausforderung. Oh, ich darf nur den normalen Hammer. Okay. In der Feste drauf. So, das war easy. Das Gute ist, die kamen zu einem hin. Das war auch easy. Zack. Aua. Direkt mal die Maxi-Tomate verwendet. Ich wollte einmal mit dem Mega-Hammer draufhauen. So, das war easy. Ich hoffe, das war schnell genug. Gerade so nicht. Wahrscheinlich, weil ich bei dem einen Hasen da getrödelt habe. Aber ihr kennt den Drill ja. Ich mache dann offscreen einfach, dass es perfekt ist. So, und jetzt natürlich noch mit dem Igel. Das sollte eigentlich easy sein, weil da kann ich auch einfach durch. Rollen und rollen. Da, ich kann doch sogar so eine Abkürzung nehmen. Beim Tornado bin ich dann auch einmal einfach so über die Klippe dann drüber. Und das hat mir die Zeit wesentlich einfacher gemacht. Also, Igel war jetzt nicht besonders schwer. Den Hammer habe ich nur verkackt, weil ich mir einmal in dem Schlamm hängen geblieben bin und von dem Hasen einmal getroffen wurde. Okay, bei dem nächsten Mal gibt es dann die Rennpistenraserei. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!